Fangen wir an. Ich habe gerade die Aufzeichnung gestartet und sage herzlich willkommen und hallo heute bei unserem Workshop mit Herrn Professor Funk. Sie haben bestimmt schon alle drauf gewartet, ich auch. Herzlich willkommen, Herr Professor Funk. Von meiner Seite, mein Name ist Christine Ochmann. Ich betreue heute auch den Stand im Rahmen der Konferenz und bin heute auch im Rahmen von Herrn Professor Funk als Moderatorin für Sie zuständig, wenn Sie Fragen zum Beispiel zu unseren Lehrwerken haben. Und Stichwort Lehrwerke. Herr Professor Funk ist nicht nur Seniorprofessor an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und natürlich Leiter der Arbeitsstelle für Lehrwerksforschung und Materialentwicklung und Mitglied in zahlreichen Gremien beim BAMF, bei der Deutschen Welle und vielen anderen Gremien. Er ist auch unser bewährter und allseits geliebter Autor und Herausgeber zahlreicher unserer Lehrwerkreihen. Dazu gehören die tollen Studiobücher, die kennen Sie sicher, Studio 21. Dazu gehört auch das Leben, unsere neue Lehrwerkreihe. Und jetzt möchte ich Sie nicht länger auf die Folter spannen. Ich übergebe an Herrn Professor Funk und wünsche Ihnen eine ganz tolle Zeit bei unserem Workshop jetzt. Ja, herzlichen Dank, Frau Hochmann. Herzlich willkommen. Und ich freue mich, auch viele bekannte Gesichter und Namen zu sehen, wenn auch nur auf Kacheln und nicht in Natura. Aber wir haben ja die Hoffnung, trotz schwieriger Zeiten, dass dieses Thema bald vielleicht auch nicht mehr ganz so präsent ist und wir uns mal wieder sehen in echt. Ich habe vorhin in der Vorbereitung schon gesagt, ich habe neulich ein Seminar in echt gehabt, in live. Und nach 5 Minuten ist mir klar geworden, ich bin dabei sitzen geblieben am Computer und habe gedacht, Moment, ich kann mich ja bewegen. Hier sind ja richtige Leute vor mir. Ich muss ja gar nicht sitzen bleiben dabei. Und das hatte ich ganz vergessen, dass das auch geht. Und ja, vielen von Ihnen wird es wahrscheinlich ähnlich gehen. Wenn man etwas vermisst bei allem, was man gewinnt, dann ist es wahrscheinlich die Bewegung. Und wir sind schon darauf hingewiesen worden, dass das ja nach dem Vortrag, den wir jetzt machen, plus Workshop, dann möglich ist in dem Body Percussion. Darauf sollte man auch schon mal hinweisen. Ich denke, wir haben es bis dahin alle nötig. Soweit zum Programm. Ich teile gleich den Bildschirm mit Ihnen. Und haben wir das so vorgestellt. Wir beginnen mit einem, ja, ein bisschen theoretischen Einstieg in das Thema Sprechen. Und dann würde ich ganz gerne ein paar praktische Beispiele zeigen, wie ich mir vorstelle, wie man Modelle auch umsetzen kann. Und würde Sie bitten, das aus Ihrer Sicht mal zu kommentieren, auch gerne kritisch zu kommentieren, die Ideen weiterzuspinnen. Dazu nehmen wir uns dann in den Breakout Rooms etwas Zeit. Soweit uns der Rahmen, den wir jetzt haben, das ermöglicht. So, jetzt beginne ich mal mit dem Teil. Zwischendurch kann ich Sie auf den Chat hinweisen und da steht auch schon einiges drin. Ich versuche immer mal reinzuschauen. Falls ich das nicht tue, wird mich Frau Hochmann darauf aufmerksam machen, dass da noch was drinsteht. Und da gibt es jetzt zum Beispiel den Link zu den Gruppentexten, die wir später brauchen. Und es gibt auch unter dem Titel Zitate etwas zum Herunterladen. Also einiges, was ich jetzt zeige auf den Folien, habe ich schon mal zusammengestellt auf einer PDF, wo Sie das nachlesen können. Und nicht zu vergessen, ich habe auch die Literatur, jedenfalls fast alle, die ich anspreche, auch dort nochmal gesammelt, wenn der eine oder die andere von Ihnen das mal nachlesen möchte oder einfach mal schauen, was es dazu gibt, dann kann man dort nochmal reinschauen. Zwischendurch immer gerne Fragen, wie gesagt, im Chat jederzeit und ich greife sie zwischendurch, so wie ich sie sehe, dann auch auf. Soweit dazu. Jetzt versuche ich mal eine Bildschirmfreigabe und tue das mit einer Präsentation und das ist diese hier. Die müssen Sie jetzt sehen. Geben Sie mir kurz ein Zeichen, ob Sie das sehen, was ich auch sehe und zwar jetzt in der Präsentationsform. Jetzt habe ich erstmal. Nein, wir sehen die PowerPoint. Sie sehen die PowerPoint und ich habe hier ein Blackout auf Jetzt, meinem ja. Bildschirm. Das ist, ja, Jetzt ist es schön. okay. Jetzt ist es okay. Hat ein Weilchen gedauert hier. Jetzt habe ich es auch. Nein, Gut. jetzt sehen wir wieder die PowerPoint. Das dauert offensichtlich etwas. Okay, dann mache ich nochmal den Versuch, in den Präsentationsmodus zu gehen. Ich hänge einfach mal hier einen Bildschirm ab. Ich glaube, das liegt daran, dass ich mit zwei Bildschirmen arbeite. Ich hänge jetzt Jetzt sehen wir es wieder. einen Jetzt. Bildschirm runter. Ich habe ein Problem offenbar, weil zwei Bildschirme hier laufen.
vom Treiber her. So, jetzt, wie sieht es jetzt aus bei Ihnen? Sehr gut. Ach, klasse. Das ist der zweite Bildschirm bei mir, der konfiguriert hat. Okay, zwischendurch lassen wir noch den einen oder anderen Mensch eintreten. Und ja, ich bin eigentlich jetzt schon eine Folie weiter. Moment. Okay, nochmal ganz kurz. Es geht um Übungsformen und ihre theoretischen Grundlagen, mit denen ich auch beginne, zur Entwicklung sprachlicher Flüssigkeit. Und ich habe das mal genannt, ein Wort gibt das andere. Das ist eine Metapher, die in mehreren Sprachen existiert. Wenn Sie jetzt es in einer anderen Sprache kennen, können Sie es gerne mal in den Chat hineinschreiben. Ich glaube, es ist eine gängige Metapher. Ein Wort gibt das andere. Und ich denke, es bezeichnet ganz gut das, was Flüssigkeit ausmacht. Und wie wir dahin kommen, das möchte ich versuchen, mit Ihnen mal gemeinsam zu entwickeln. Und zwar in folgenden Punkten. Zunächst möchte ich sprechen mal als einen komplexen Prozess beschreiben. Und dazu aus der Vielzahl der Modelle und der Theorien habe ich mal drei, die ich für ziemlich grundlegend halte, ausgewählt, die uns helfen auf dem Weg. Und dazu habe ich gewählt das Modell von Willem Levelt, das Modell, das Sprechmodell. Ich habe dann Alison Grays Modell des Chunking mir näher angeschaut und habe Michael Lewis Lexical Approach. Das wird dem einen oder anderen bekannt sein, vielleicht nicht alles, aber doch im Kern. Und ich versuche jeweils aus diesen relativ gut erforschten Modellen, die mit viel Empirie und mit viel Folgeforschung auch entwickelt worden sind, versuche ich dann mal rauszudestillieren, was das bedeutet für unsere Übungspraxis im Unterricht. Wie gesagt, Zwischenfragen immer gern. Ich mache einen ganz kurzen Abstecher dann zum Thema Mündlichkeit im neuen Begleitband des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens. Und dann Punkt 5 wäre dann eine Breakout-Sitzung, wo wir die Möglichkeit dann haben, uns die Übungsbeispiele, die ich ausgesucht habe, mal anzuschauen. Und da habe ich eigene Beispiele genommen, die ich mitentwickelt habe aus dem Lehrwerk, auf das Frau Hoffmann schon verwiesen hat, jetzt 2021 erschienen, das Lehrwerk des Lebens und Abschlussdiskussion dann unter Punkt 6. So ist der Plan. Soweit, so gut. Ich gehe dann mal auf den ersten Punkt ein, auf den Überblick sozusagen sprechen als komplexer Prozess. Ich fange mal mit der Praxis an. Also es gibt kaum eine Lehrkraft, die nicht sagt, ich habe manchmal Schwierigkeiten, meine Lernenden zum Sprechen zu bringen. Und es gibt eigentlich wenige Punkte, aber die immer wieder auftauchen. Das sind individuelle Hemmungen bei den Teilnehmenden. Es ist ein Punkt, der mit dem Lehrbuch oft zu tun hat. Es gibt nichts zu sagen. Wir wollen, dass Teilnehmende was sagen, aber das sind so Wiederholungen dann und die Teilnehmer haben eigentlich nichts richtig zu sagen zu dem. Und es gibt natürlich auch das Phänomen, dass manche viel sagen im Unterricht, aber viele gar nichts sagen. Also eine recht ungleiche, niedrige Beteiligung. Das ist ein Phänomen, was immer wieder von Lehrkräften auch genannt wird und Muttersprachengebrauch. Also das, die Idee, ja, wenn einer spricht und die anderen sagen nichts, ja, was ist das eigentlich? Lernen wir dabei sprechen? Naja, eine Person schon, aber ist die Zeit gut genutzt? Nein. Das sind so die gängigen Praxisprobleme, die man immer wieder hört. Das ist auch von Penny Irr schon mal so ähnlich gesagt worden, Course in Language Teaching, 96 Uhr alt, aber ich denke, es hat sich nichts daran geändert. Diese Punkte sind nach wie vor der Dynamik der Klasse und den Vorgaben der Lehrwerke geschuldet. Umgekehrt kann man natürlich sagen, man kann sehr leicht erkennen und diagnostizieren, wenn Sie so wollen, was sind die Charakteristika einer gelungenen Sprechaktivität. Erschließt sich zum Teil aus dem, was ich gesagt habe. Erstens, die Lernenden sprechen mehr als die Lehrkraft. Das ist gar nicht so selbstverständlich. Wir haben das gemessen in Unterrichtssituationen. Die Lehrkräfte haben sich immer so auf 50% eingeschätzt. Tatsächlich lagen sie oft sehr viel höher. Die Beteiligung also ist hoch und ausgeglichen. Die Motivation ist hoch, das heißt, alle wollen was sagen. Nicht nur alle können was sagen, alle wollen was sagen. Und natürlich, die Sprache ist akzeptabel und verständlich. Den Begriff Korrektheit habe ich jetzt mal hier rausgelassen. Akzeptabilität entspricht ja auch dem, was der GER fordert. Akzeptabilität und Verständlichkeit. Ich lasse gerade mal die Teilnehmenden noch rein. Okay. Okay, soweit das Ganze. Man könnte auch sagen, das
Das Ganze ist ein Wunder. Wieso können überhaupt Fremdsprachenlernende bei den vielen Regeln, die sie eigentlich beachten müssten, so miteinander umgehen, so schnell reden zum Beispiel? Hier springt das manchmal ein bisschen weg. Warum geht das überhaupt? Wieso benutzen sie auch manchmal Formen, die man fast kaum geübt hat, richtig? Und was man lange geübt hat, falsch? Da merkt man dann zum Beispiel, dass der mündliche Produktionsprozess weitgehend automatisiert ist und nur ganz am Anfang, am Ausgang kognitiv-analytisch läuft. Diese Automatismen, diese Automatik ist eine interessante Beobachtung, der wollen wir ein bisschen nachgehen. Und das Stichwort Automatisierung habe ich deswegen auch ziemlich zentral aufgegriffen und denke, wir sollten uns damit befassen, wie kommen wir dazu, dass Automatismen entstehen. Das ist nämlich nicht so ganz selbstverständlich, zumindest nicht durch die Übungsanlagen, die ich manchmal sehe. Jetzt muss ich hier was wegnehmen. Okay, ich gehe mal davon aus, dass es sowas gibt wie drei praktische Theorien. Und in dem Sinne, wie Levine das mal gesagt hat, praktische Theorien, das sind Theorien, die mir die Praxis erleichtern. Und bei allem Widerspruch und dem Spannungsverhältnis zwischen Theorie und Praxis, ich glaube, dass Theorie wichtig ist für uns, sonst bleibt alles, wie David Little das mal gesagt hat, was wir austauschen, fachlich anekdotisch, wenn wir nicht schauen, was dahinter steckt und womit das Ganze zu tun hat. Das ist also die Grundlage, wir brauchen praktische Theorien. Ich gehe davon aus, dass diese drei Theorien praktisch sind. Und das sind aus meiner Sicht, ist es ein sehr bewährtes Modell, zu dem ich gleich komme, nämlich von Wilhelm Levelt zur Modellierung, zur kognitiven Modellierung des Sprechprozesses. Es ist das Modell, schon erwähnt, von Alison Ray zum Thema Junking, wie Wörter zusammenhängen. Und es ist drittens ein Ansatz, der uns ebenfalls viel vermittelt, denke ich, in Bezug auf die Praxis. Das ist in diesem Fall das Lexical Approach Modell von Michael Lewis, das ich nenne mal ein Wort gibt das andere. Soweit zu den Modellen. Und jetzt gehe ich mal ein Stückchen rein in das erste Modell mit Ihnen. Ups, das springt ein bisschen rum. Die Maus ist etwas nervös. Kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Gut, ja, Wilhelm Levelts Modell ist insofern spannend. Es ist kein ganz neues Modell, stammt aus den 80er Jahren. Aber wir werden gleich sehen, wie aktuell das ist. Levelt zeigt sozusagen die Parallelität und die Geschwindigkeit dieser Prozesse auf, was wir alles tun, während wir sprechen. Er zeigt eben, dass wir eigene Äußerungen in einem Monitoring laufen haben. Also manchmal fällt uns ein, huch, was ich jetzt gesagt habe, stimmt das überhaupt oder habe ich das richtig gesagt? Also das ist dieser Monitorprozess. Gleichzeitig kann ich schon darüber nachdenken, sozusagen, was als nächstes passiert, was ich sagen will. Und ganz oft ist es ja so, dass flüssige Sprecher am Anfang des Satzes gar nicht genau wissen, wie das am Ende weitergeht. Das ist mit Sprachen, mit einer Verbendstellung wie beim Deutschen manchmal gar nicht so einfach, aber es funktioniert auch interessanterweise. Das heißt, Sprechen ist ein Prozess, der in mehreren Schichten läuft. Gleichzeitig Monitoring, Formulieren, Restrukturieren. Ich achte gleichzeitig auf die Reaktion meiner Zuhörerinnen, meines Partners, meiner Partnerin in der Kommunikation. Ich verarbeite ein Augenzwinkern oder ich verarbeite, wenn jemand die Augenbrauen hochzieht, als Widerspruch oder möglich als Dissens. Und insoweit ganz komplex auf vielen Ebenen kognitiver Prozess. Und die Frage, ja, warum kann er eigentlich so flüssig laufen? Das ist das eigentliche Wunder dabei. Wenn man das in Rechnerkapazität ausdrücken würde, ist das eben ein Rechner, der viele Programme geöffnet hat in diesem Moment und trotzdem sehr flüssig läuft und nicht langsamer wird, interessanterweise. Und wie kann das funktionieren? Wilhelm Levelt gibt uns einen Hinweis darauf, wie das aussieht in seinem Modell. Aber vielleicht noch eins vorneweg. Sie kennen alle das Modell der Verteilung der Fertigkeiten. Ich habe das mal für den Beruf gemacht. Wenn Sie den Kuchen in vier in Stückchen schneiden, dann haben Sie natürlich die rezeptiven und die produktiven Fertigkeiten. Sie haben das Lesen und das Schreiben. Im rezeptiven Bereich, im Beruf brauchen wir das mehr in der Qualifikation.
Wenn Sie weitergehen, haben Sie zwei, um die es heute geht, nämlich das Hören und das Sprechen. Und die sind tatsächlich aus meiner Sicht was Besonderes. Warum? Sie gehören zusammen. Also wie gesagt, berufliche Qualifikation heißt, man schreibt mehr, aber in der beruflichen Praxis zum Beispiel spricht man mehr und zur Bewältigung des Alltags ist das Sprechen wichtig. Wilbur Rivers, die große alte Dame der amerikanischen Fremdsprachendidaktik, hat mal von einem interaktiven Duo gesprochen hierbei. Also Hören und Sprechen hängen sehr eng zusammen. Ohne Sprechen fehlt mir was, ohne Hören kann ich auch nicht sprechen. Also das lässt sich nur im Zusammenhang denken, haben eine viel, viel engere Verbindung etwa als andere Fertigkeiten miteinander. Und deswegen ist auch wichtig, das immer zusammen zu denken und zu sehen. Kerstin Reinke hat sich ja auch schon theoretisch damit beschäftigt, welche Rolle Phonetik spielt. Und deswegen dieser Zusammenhang ist auch für die Entwicklung und gerade für die Entwicklung sprachlicher Flüssigkeit die Grundlage immer wieder, man kann nur das sprechen, was man auch gehört hat. Andersrum ist es nicht möglich. Deswegen ist der Zusammenhang immer zu denken. Hier ist das Modell von Willem Leveld nochmal, was aus meiner Sicht in einigen Punkten die Augen öffnet. Und jetzt muss ich gerade mal was wegdrücken, was hier aufkluppt, nämlich die Teilnehmerliste. Die möchte ich überhaupt gar nicht dauernd haben und versuche die gerade wegzukriegen hier. So, jetzt ist es weg. Ja, vielleicht vertiefen Sie sich. Ich habe das Modell jetzt zitiert nach einer Schrift von der Anke Stöber-Blahak. Es gibt viele, viele Zitate. Das wird auch nach wie vor sehr, sehr häufig zitiert. Kommt gleich dazu. Das Interessante hier ist, dass es ein paar Dinge schlagartig deutlich macht. Das Sprechen ist am Anfang immer ein kognitives und ein bewusstes System. Also ich plane irgendwas zu sagen und ich habe dazu irgendwelches Weltwissen, was ich nutze. Ich habe auch Sprachwissen. Ich kenne mein Gegenüber und habe das Wissen über eine Person. Da kommt vieles zusammen in meinem Wissensspeicher. Und die Tatsache, dass ich den Mund aufmachen will, ist eine bewusste Entscheidung sozusagen. Das ist diese Bewusstseinsebene des Sprechens. Jetzt geht es aber weiter und jetzt wird es spannend, weil das, was jetzt abläuft, zum großen Teil im Autopilotmodus, hätte ich fast gesagt, läuft. Das sind ballistische Prozesse, das heißt, das ist einmal, der Gedanke ist einmal abgeschossen und läuft, dann den kann ich nicht zurückholen. Das Formulierungssystem setzt dann ein. Ich habe ganz zentral in der Mitte dieses Modells den Sprachspeicher, das mentale Lexikon, mit dem wir uns noch beschäftigen werden. Mentales Lexikon heißt Wörter, aber eben auch Wörter mit Endungen. Das heißt nicht nur, dass dort Lexeme verankert sind, es sind also auch Wendungen. Es sind also ein Wort wie geben würde auch als gibt oder gab gespeichert. Auch das sind Einträge im mentalen Lexikon. Das Lexikon ruft also ganzheitliche Formen ab und seltener grammatische Enkodierungen. Unregelmäßige Verben werden sowieso in ganzer Form abgerufen. Das Ganze wird dann sozusagen in den artikulatorischen Plan umgesetzt und intern lautlich repräsentiert. Das heißt, ich habe ein stilles Lautbild im Kopf, bevor ich es laut ausspreche. Das kann man recherchieren unter dem Begriff Internal Speech. Und dann kommt es eben zur Artikulation, Overt Speech. Ich höre wieder gleichzeitig und das Ganze ist im Gang. Was ist für mich die Erkenntnis an diesem System? Einmal, wie wesentlich Wortschatz und die Verbindung von Wörtern für die Grundlegung des Sprechens und die Flüssigkeit vor allem des Sprechens sind. Müsste ich, während ich jetzt etwas sage, im Satz überlegen, Syntax, wo steht mein Wort, Endung, was muss ich da für eine Endung an ein Wort tun und so weiter, dann hätte ich überhaupt keine Chance, flüssig zu sprechen. Also das Ganze funktioniert nur im Automodus und im Autopilotmodus. Es ist ein Automatismus. Die Frage ist aber, wie trainiere ich so einen Automatismus? Kann ich das trainieren durch Grammatikübungen? Nein. Kann ich es durch reines Nachsprechen machen? Nein. Hier würden mich Ihre Erfahrungen auch natürlich interessieren. Sie alle sind erfahrene Lehrkräfte und können dazu was sagen. Das Leveld-Modell sagt sozusagen, um das zusammenzufassen, wir haben so eine Konzeptphase mit dem Referenzwissen. Das wird aktiviert in dem Moment, wo ich überlege, was will ich jetzt eigentlich sagen? Dann haben wir eine zweite Phase, die Formulierungsphase. Ich habe im breitesten Sinne habe ich die Ausdrücke und die
die Syntagmen, die Teilsätze also und die Wörter zusammen. Und das System wählt grammatische Markierungen aus, selten bewusst. Dann kommt es zu einer Gruppierung und zur Äußerung, die Formulierungsphase dann sozusagen, die Artikulierungsphase und der Monitor als nächstes. Ich habe meine Sprechmotorik. Ich erkenne, wenn ich es gesagt habe, ups, das war falsch. Ja? Oder Moment, die hat mich gar nicht verstanden. Was wollte ich sagen? Hat sie verstanden, was ich gesagt habe? Soll ich nachfragen? Das ist diese simultane Restrukturierung, wo ich sage, Moment, ich fange nochmal an. Ich wollte etwas anderes sagen. Simultane Restrukturierung machen geübte Sprecherinnen und Sprecher. Strategien natürlich wie Nachfragen. Ist das klar, was ich sagen wollte? Haben Sie mich verstanden? Wissen Sie, was ich meine? Ja? Das kann ich gleichzeitig machen, wenn ich das Gefühl habe, mit wem spreche ich jetzt? Ist das angekommen? Ja oder nein? Das alles wird in diesem Modell ganz gut dargestellt, auch gut zusammengefasst bei Martin Beigate in dem Aufsatz Speaking. Viele andere haben das aufgegriffen. Das Neveltmodell wird deswegen auch so oft aufgegriffen, weil auch die Frau Friederici, die Leiterin der Neurowissenschaft, des Max-Planck-Instituts Neurowissenschaften in Leipzig, die ist eine Schülerin von Nevelt und die hat das Modell auch in ihrer empirischen Forschung mit den MRT-Scans, mit denen die arbeitet, hat es angewendet und interessanterweise, Nevelt hat nie Empirie gemacht dazu, aber interessanterweise wird das bestätigt eben auch durch die Neurowissenschaften. Das zeigt eben, das ist ein aktuelles Modell, die lexikalische Basis wird sehr deutlich. Die Neurowissenschaften bestätigen interessanterweise dieses alte Modell und arbeiten damit in ihren eigenen empirischen Modellierungen. Interessant ist eben dieser Unterschied zwischen langsamer, bewusster Produktion und schneller, unbewusster Produktion, der auch an unterschiedlichen Stellen des Gehirns, wenn Sie mit MRTs rangehen oder mit funktionalen MRTs, fMRTs, auch sichtbar wird. Und das Ganze ist deswegen auch interessant, weil es ein Output-Modell beschreibt. Wir haben ja sehr viel mit Input-Modellen im Fremdsprachenunterricht zu tun, seltener mit Output-Modellen, also Lernen durch Output, wie Merrill Swain das zum Beispiel gemacht hat. Ich habe das Modell heute nur deswegen rausgelassen von Merrill Swain, das Output-Modell, weil es zu komplex wäre. Und was der Claes Debott, der hat Nevelt angewendet auf den Fremdsprachenunterricht, in 2000 gesagt hat, stimmt, das Modell hat sich über die Zeit entwickelt, aber die Basisstruktur ist intakt. Das gilt eben auch genau 20 Jahre später. Also ein sehr robustes Modell, das uns vor allem sagt, dass wir von der lexikalischen Basis planen müssen und von dort aus Flüssigkeit entwickeln müssen, nicht so sehr von der strukturellen Basis. Das heißt also auch, wir legen sehr viel Wert auf Syntax, auch in Lehrwerken. Der Beitrag zur Flüssigkeit ist begrenzt, sozusagen, dieses Aspektes des Unterrichts. Wen das Thema des Unbewussten weiter interessiert, ein Lesehinweis, auch schon 10 Jahre von David Eagleman, Incognito, spannendes Buch, weil er von diesen zwei parallelen Systemen ausgeht, dem schnellen unbewussten System in unserem Gehirn und dem langsamen kognitiven. Das langsame Kognitive sagt, gehe nicht an den Kühlschrank, hol dir nicht noch eine süße Limonade raus. Und das schnelle Unbewusste sagt, aber ich habe jetzt noch Lust auf Zucker. Und diese Kämpfe finden ständig statt. Und meistens gewinnt das Unbewusste, weil es eben schneller ist und die Entscheidung trifft für uns. Und wir glauben oft, wir treffen Entscheidungen, aber das tun wir eigentlich gar nicht. Die Entscheidungen werden für uns getroffen. Das weiß jeder und es wird dort eigentlich sehr schön beschrieben, warum das so ist. Wen das Ganze auch näher interessiert, Buch von Friederici, die ich schon genannt habe, Neurobiology of the Human Language System, die zeigt, wie die biologischen Grundlagen der ganzen Sache aussehen. Aber wie gesagt, das ist Hintergrundwissen. Etwas näher an uns ran, das ist ein Grundlagenmodell, also ein neurowissenschaftlich-kognitives, ein Grundlagenmodell anderer Form, die sich jetzt mit Sprache beschäftigen, sind die beiden, die ich hier im Zusammenhang nenne, Alison Rey's Modell des Junking und Michael Lewis' Lexical Approach. Auf die möchte ich jetzt ein bisschen eingehen im nächsten Schritt. Die Terminologie ist durchaus unterschiedlich hier. Wir sprechen von Routineformeln, von vorgefertigten Sequenzen, formelhafter Sprache,
feste Redewendungen, Chunks, formulaic speech, Kokurrenzen, Funktionsverbgefüge, Metaphern. Alles bezieht sich auf den Zusammenhang von Wörtern. Das ist das Entscheidende. Die Beschreibung dessen, wie Wörter in der gesprochenen Sprache zusammenhängen. Es gibt eine ganze Reihe von Modellen dazu. Vieles überschneidet sich auch. Ich werde jetzt nicht auf die Terminologie im Einzelnen eingehen. Ich zitiere das nur, damit Sie es wiedererkennen, wenn Ihnen einer der Begriffe vielleicht bekannt vorkommt. Dazu gibt es eine Menge Literatur. Ich habe im Anhang auch einige noch genannt. Neben Alison Gray im Bereich der Grammatik haben sich die Brigitte Handwerker und Frau Madeleine mit dem Thema beschäftigt. De Keyser hat sich in den USA mit dem Übungskonzept beschäftigt, was daraus hervorgeht, die Frage bewusst und unbewusst. Also da gibt es eine Menge Forschungsliteratur. Auch das Buch zum Thema Sprechen von Paul Nation und Newton 2009 ist sehr grundlegend, weil es auch die empirische Forschung bis dahin gut zusammenfasst. Also das ganze Thema ist in der Spracherwerbsforschung ziemlich gut drin. Ich muss mich entschuldigen, wenn die Maus hier ein bisschen nervös hüpft. Ich kann ihr das nicht abgewöhnen. Was meint nun Formelhaftigkeit, alle diese Begriffe zusammengenommen? Ja, Formelhaftigkeit, was meint es nun genau? Ich kann es auf wenige Punkte verkürzen. Eine formelhafte Struktur hat mindestens zwei voneinander getrennt geschriebene Wörter, die für sich eine Bedeutungseinheit bilden. Also sie haben irgendwas in der Bedeutung zusammen, was sie alleine nicht hätten. Ja? Die stehen auch oft, aber nicht immer, gleichberechtigt neben Einzelwörtern im Lexikon. Also sie sind lexikalisiert, in der Regel, nicht immer. Sie sind abrufbar als Gruppe aus dem Gedächtnis. Ich muss die nicht erst zusammenbauen. Und daraus folgt schon idealerweise für uns Fremdsprachenlehrkräfte, dass man sie auch irgendwie so unterrichten müsste. Wenn man das nicht tut, wenn man nur das Wort geben unterrichtet, aber nicht, das gibt es doch gar nicht, dann wird man eben auf diesen Satz nie kommen. Es erschließt sich nicht von geben. Ja? Und insoweit und von ich gebe, du gibst und so weiter. Es ist also abrufbar, ganz, ganz wesentlich dafür. Das Modell, was uns Alison Gray als Gesamtüberblick sozusagen gibt, The Big Picture, heißt, Routineformeln unterstützen die Sprachproduktion in vielfacher Weise. Sie helfen uns natürlich beim Sprechen und beim Schreiben, sie machen uns schneller, flüssiger und sie helfen genauso beim Hören. Diese Dinge müssen wir natürlich eng zusammen. Ich höre auch diese Formel als ganze Formel und ich muss sie mir nicht erst synthetisch erschließen, Wort für Wort im Hörprozess. Also auch das Hören wird flüssiger durch die Bewusstmachung und das Unterrichten von zusammenhängenden Äußerungen und Chunks. Natürlich verändern sie zum Teil auch die Informationen, sie verändern die Bedeutung. Ganz wesentlich ist für mich die Frage des Zeitgewinns dabei. Ich bin schneller in meiner Antwort, wenn ich die fertige Formel zur Verfügung habe. Das ist kein unwesentlicher Punkt. Ich gewinne viel Zeit in der Verarbeitung. Ich strukturiere meine Diskurse. Es gibt ja auch Diskursmarker als Formeln. Also was ich noch sagen wollte, ja. Oder, wie kann man das sagen? Ich könnte das so sagen. Ja, das sind strukturierende, handlungsstrukturierende Chunks. Und natürlich ist auch meine Identität als Sprecher dadurch, wenn ich viele solcher Formeln verwende, ist klar, dass ich eine größere Sprechkompetenz habe, Flüssigkeit, und das macht mich als Person dann auch anders gegenüber den Menschen, mit denen ich zusammen bin und zu denen ich spreche. Hier ist es wieder schnell gehüpft. Kurz zurück. Ja, das ist das große Bild. Also die sind vielfach hilfreich, kann man sagen, in diesem Bild. Und es lohnt sich also, Routineformeln in die Übungskonzepte anders einzubinden, vielleicht noch, als wir das bisher getan haben. Das wäre ein Vorschlag schon mal. Wir werden uns gleich noch mit Übungen beschäftigen. Ein paar Beispiele im Workshop. Sie können in den Chat mal kurz reintun, wenn Sie die Frage für sich beantwortet haben, was die Sätze 1 bis 4 miteinander zu tun haben.
Ja, wir haben schon Äußerungen, genau. Tatsächlich, das ist alles sehr einfach. Es ist A1, Wortschatz, wie Pia anmerkt. Georgina sagt, es sind Wendungen, genau, wesentlicher Punkt. Man lernt sie als Junk, genau. Barati, das ist der Punkt. Schön, Sie zu sehen. Es sind Sätze, die kann man auch nicht einzeln lernen und sie sind sehr universell nutzbar. Annette, das ist ein wichtiger Punkt. Man kann sie in vielen Situationen einsetzen. Also sie decken im großen Kommunikationsbereich ab, nämlich zum Beispiel Glückwünsche oder Herkunft und Terminfragen, ja, Ablehnung, etwas höflichere Ablehnung, statt Nein zu sagen. Es gibt viele Formen, Nein zu sagen. Das kommt nicht in Frage, ist sehr definitives Nein. Mit tut mir leid, tut eigentlich vielleicht gar nicht leid, aber ein sehr häufiger, auch eine hohe Frequenz. Ja. Ganz wichtig Kanabari, Chunk Learning ohne Grammatikwissen. Ja, wenn ich jetzt anfange, ich komme aus der Türkei. Berühmter Satz am Anfang, ich komme aus Türkei. Ja. Aus der Türkei ist natürlich ein Dativ, aber das interessiert eigentlich keinen Hund an dieser Stelle. Ich lerne es natürlich als eine Wendung und ich sollte es auch als eine Wendung lernen. Ganz wichtig, genau. Sie können das hoffentlich alle sehen. Es gab Meldungen jetzt im Chat, dass es nicht für alle zu sehen ist. Mit dem zweiten, gehen wir zu den zweiten Sätzen über. Danke für die vielen, vielen Meldungen jetzt von euch. Frage wieder, was haben diese Sätze gemeinsam? Genau, Susanne. Das Gehen hat hier ganz, ganz unterschiedliche Bedeutung. Das ist spannend und es hat eigentlich, ja, genau, sehr, sehr unterschiedlich. Man könnte sagen, die haben eigentlich gar nichts miteinander zu tun. Also normalerweise, wenn ich Wörter habe, so sind die Teilsynonym und die haben ja auch irgendwie was miteinander zu tun. Aber das geht schief und schlafen gehen und der Teig geht, der geht überhaupt nicht, der wird größer, wenn da Hefe drin ist. Ja. Oder ich gehe davon aus, Kontext, ganz genau. Diese Wörter haben eigentlich keinen Bedeutungskern mehr. Ich kann sie nur noch wahrnehmen über die Routineformel und jetzt kann ich diese Formel eigentlich auch nur im Kontext unterrichten. Das geht schief. Ich sehe, du fährst Rad und du nimmst die Hände vom Lenkrad und ich sage, oh Gott, vom Lenker. Und ich sage, oh je, das mach das nicht, das geht schief, du wirst stürzen, ja, und so weiter. Also der Kontext ist hier immer sehr wichtig. Diese Sätze existieren nicht ohne einen anderen Satz. Sie existieren in einem Kontext, ganz genau. Das ist der entscheidende Punkt. Wenn ich das jetzt verfolge, dann könnte man sagen, wir sprechen hier von Verben, die typischerweise so aussehen. Und die sind im Deutschen übrigens sehr häufig. Also Häufigkeitsklasse 3 und 6, das sind hohe Häufigkeitsklassen mit vielen, vielen Listen. Also schon im Millionenbereich in den meisten Corpora kommen, halten und stehen. Delexikalisiert, weil mit diesen Verben kann ich eigentlich nichts anfangen. Wenn ich jetzt im Wörterbuch lerne, kommen, come oder venir oder was, ja, dann sagt mir das nicht sehr viel. Aber ich muss es im Zusammenhang sehen, dann sagt es mir was. Also es hat keinen Zweck, solche Wörter zu unterrichten ohne den Kontext, ohne die, also übersetzen nützt mir hier auch nichts, da hilft auch die Mehrsprachigkeit nicht viel weiter, zumal diese Verben in anderen Kontexten gar nicht mit kommen übersetzt werden, sondern mit ganz anderen Verben übersetzt werden. Also zeigt das wieder, was Claire Cramsch immer gesagt hat, wenn du Sprache im Kontext lernen willst, musst du mit dem Kontext anfangen und nicht mit der Sprache. Und das ist hier so. Und das Ganze ist eben sehr häufig. Das ist der interessante Punkt. Unten in den Gefügen sehen Sie es auch. Halt mal meine Tasse, davon halte ich nichts und so weiter. Es gibt unzählige Beispiele, die machen aber auf A1 und A2, der Hinweis war sehr gut eben, der von Ihnen kam, einen großen Teil der Alltagskommunikation aus und auch des sozialen Miteinanders. Und deswegen muss man die Dinger
glaube ich, stärker nehmen, als wir das manchmal im Sprachunterricht tun, beziehungsweise stärker, als ich das in Lehrwerken auch oft beobachtet habe in der Vergangenheit. Jetzt bin ich mit dieser Beobachtung und mit Ihren Kommentaren dazu, bin ich beim dritten und letzten Modell, das ich ansprechen möchte, habe dann auch das mit der halben Stunde ungefähr gehalten, Theorie, und zwar bei Michael Lewis. Michael Lewis' Lexical Approach ist auch schon ca. 20 Jahre alt und hat auch nach und nach unmerklich, obwohl er in Deutschland gar nicht so sehr diskutiert wurde, nach meinem Wissen, ich habe jedenfalls nicht so viele Belege dazu gefunden, nach und nach Einfluss gehabt in den Sprachunterricht. Und er hat in dem kleinen Heft von 2004, das Sie auch im Internet vollständig finden, hat er nochmal zusammengestellt über 2, 3 Seiten, das ist nur ein Auszug davon, welche Prinzipien gelten. Und diese 4 sind eigentlich schon zusammenfassend für alles das, was man da sieht. Und zwar, Sprache besteht aus grammatikalisierten Wortschatz und nicht aus lexikalisierter Grammatik. Das ist sicher eine Beobachtung, die dann auch Konsequenzen auf den Unterricht hat. Wie viel Zeit investieren wir in Grammatik? Fragezeichen. Wie viel Zeit investieren wir in Wortschatz? Und warum tun wir das oft getrennt voneinander? Nicht sehr sinnvoll. Die Dichotomie, sagt er, ist eigentlich überhaupt nicht nützlich. Also sagt, hier ist die Grammatik, ja, im schlimmsten Fall auf 2 verschiedene Lehrwerkseiten und hier sind die Wörter. Jetzt trainieren wir Grammatik, jetzt trainieren wir Wörter. So wird das nichts mit Flüssigkeit, das steht fest. Es gibt also einen großen Teil der Sprache, das sagt er auch schon damals, die besteht aus Multi-Word-Chunks, also Mehrwortäußerungen, Mehrwortgebinden. Das Zentrale, sagt er, in dem Sprachunterricht müsste sein, den Studierenden die Bewusstheit klarzumachen solcher Verbindungen und ihre Möglichkeit, das selbst diese Verbindungen zu trainieren, klarer zu machen durchs Training. Ja. Okay, das so viel vielleicht für den Anfang. Das ist das zentrale Gedankengebäude. Ich zeige gleich mal, wie man das jetzt genau auch, also praktisch eine lexikalisierte Grammatik darstellen könnte. Wie hängen diese Wörter eigentlich zusammen? Natürlich kann man das auch grammatisch beschreiben. Zum Beispiel würde das so aussehen. Ja? Es gibt Kombinationen hier auf dieser Seite. Also wenn ich bei 2 anfange, klarer Fall, dann guten Morgen als Mehrwortäußerung. Es gibt feste Verbindungen wie eine Anzeige erstatten. Ob ich Geld erstatte oder eine Anzeige erstatte, sind 2 verschiedene Dinge. Nur mit dem Nomen zusammen als Funktionsverbgefüge macht es Sinn. Weniger fest, sowas wie einen Antrag stellen. Ich kann auch einen Antrag wegwerfen, zum Beispiel, oder ablehnen. Die Blumenvase, also Nomen- und Nomenverbindungen, die sehr häufig kommen. Es gibt viele, viele Möglichkeiten im Deutschen, Komposita zu machen oder nicht zu machen, aber in jedem Fall gibt es einige, die doch sehr hochfrequent sind in der Zusammenstellung, dass sie fast dann auch ein eigene Vokabel entwickeln, wie Bügeleisen und sowas. Oder Verb und Adverb, gründlich untersuchen gehört dazu, Adverb und Adjektiv, außerordentlich bedauerlich, Nomen und Verb und Präposition, auch ein häufiges Ding. Wichtig, besonders im A1-Bereich. Da fangen viele Lehrkräfte an und unterrichten den Dativ und den Akkusativ und vor allem die Abgrenzung von Dativ und Akkusativ. Und die Lernenden machen immer mehr Fehler. Und Erika Diel hat uns schon vor langer Zeit in ihrer Studie erklärt, warum das so ist und dass es gar keinen Sinn hat. Also auch hier heißt das, ich sollte eigentlich hingehen und auf A1. Wenn es um Präposition und Dativ geht, dann sollte ich das eben auch zusammen unterrichten. Das heißt eben in der Kirche und das heißt nicht die Kirche, der Kirche, in der Kirche. Ja? Die Studie von Erika Diel wird gefragt von Susanne. Ja, das ist die sogenannte, die können Sie googeln, unter Dix-Studie. D-I-G-S, Dora, Ida, Gustav, Siegfried. Dix-Studie, das war eine Studie Deutsch in Genfer Schulen, wo sie versucht hat herauszufinden, welchen Einfluss Lehrwerke überhaupt auf die grammatische Progression haben, in der Lernende ihre Strukturen lernen, Antwort wenig. Und sie sagt eben, dass sie mit dem Dativ beispielsweise, ich verkürze es jetzt sehr, chancenlos sind auf A1 und dass sie das besser als feste Wendungen lernen, also auf die Straße oder
in der Kirche und sowas als feste Wendungen und nicht als, als ein Stück Grammatik mit verschiedenen Wörtern. Okay, Sie sehen, dass das Ganze sehr gut beschreibbar ist hier. Das Ganze ist, ja, Antje, würde ich zustimmen. Es wird immer mehr zusammengenommen, bei manchen Lehrwerken allerdings aus meiner Sicht viel zu stark noch getrennt. Hier sehen Sie eine, keine vollständige Liste, aber Sie sehen, dass es natürlich auch grammatisch beschreibbar ist, solche Zusammenhänge, und ich sollte sie auch als solche bewusst machen im Sprachunterricht aus meiner Sicht. Es würde Lernenden helfen, ihre Flüssigkeit zu entwickeln. In der Lexikologie spricht man von Co-Occurrence. Co-Occurrence ist sowas wie zum Beispiel eine relative Katastrophe, gibt es nicht, aber es gibt eine große Katastrophe, eine totale Katastrophe. Also es gibt Wörter, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, aber doch miteinander kommen. Hier ist mein erstes Fazit für diesen Teil. Die Modelle sind nützlich aus meiner Sicht im Sinne Kurt Lewins, weil sie zunächst mal zeigen, dass Routineformeln auch ohne grammatische Analyse, jemand hat es im Chat gerade gesagt, ja, deutlich machen, was, wie das läuft. Im Erstsprach- und Zweitspracherwerb nämlich ähnlich. Die Wörter sind sind die Basis von Flüssigkeit und von grammatischem Lernen, deswegen gehört das auch zusammen. Und das Ganze sollte kontextualisiert passieren. Das stimmt eben auch für grammatisches Training, was leider sehr oft in völlig losgelösten Beispielsätzen erfolgt und dann auch gar nichts bringt. Also man lernt mit dem Auto statt das Auto, dem Auto, mit dem Auto. Die Funktion und Kontext sind also Grundlagen des sprachlichen Trainings, und die Formen sind auch im Weltmodell sekundär gegenüber den Funktionen und den Grundlagen. Das heißt, auch die Fehler sind da, wo Funktion und Bedeutung betroffen ist, viel, viel gravierender als in der Frage, ob ich jetzt einen falschen Kasus oder die falsche Endung daran hängen habe. So viel zu den Modellen. Wir kommen, und wie gesagt, Sie können gerne jetzt an dieser Stelle, Kanabari, nein, Kooperanz und Kollokation ist nicht das Gleiche. Kollokationen sind Wörter, die zusammengehören, also zum Beispiel Pfeffer und Salz. Ja? Das steht zusammen auf dem Tisch, man benutzt es zusammen, obwohl das eine ein Mineral ist und das andere ein Gewürz. Das wäre jetzt eine Kollokation. Kokorrenz sind eben Wörter, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, aber doch zusammen vorkommen wie absolute Katastrophe. Ja? Absolut hat nichts mit Katastrophe zu tun. Ja, danke. Wir haben gerade noch mal im Chat jetzt von Erika Diehl die beiden oder zwei von ihren Äußerungen. Sie hat irgendwo noch eine Monographie, Grammatik lernen, alles für der Katz, Fragezeichen. Das ist die große Monographie zu ihrer Studie. Also es lohnt sich nachzuschauen oder auch in den kürzeren Aufsätzen zu dem Genfer Projekt, wo sie eben auch deutlich macht, dass bestimmte Grammatik beispielsweise auf bestimmten Stufen völlig unsinnig ist, zumindest wenn man fehlerfreien Gebrauch erwartet am Ende. Das ist die Einschränkung. Okay, ich komme zu dem Punkt, freue mich, dass wir so einen lebhaften Chat mit so vielen guten Informationen dazu haben. Das wird uns den Einstieg auch in die Diskussion erleichtern. Ich komme zu dem Punkt 4, und zwar zum GR-Begleitband, oft in momentan auch in Seminaren wird er besprochen. Den können Sie als englische Fassung auch frei herunterladen auf der Seite des Grazer Fremdsprachenzentrums, des Europäischen Fremdsprachenzentrums. Das kann man nur sehr empfehlen, ist auch publiziert. Hier sehen Sie den Titel, jetzt habe ich keine ISBN-Nummer dabei. Aber es gibt dazu natürlich auch kritische Stellungnahmen, etwa vom Olaf Bärenfänger und anderen. Da habe ich Ihnen auch hier einen Link reingetan. Was ist dort die Rolle von Sprechen? Kurzer Blick hinein, neben vielem anderen, kann man sagen, die nehmen ohnehin einen Blick auf die Sprache, der soziolinguistisch und pragmatisch ist. Die Sprache wird eben nicht als Regelsystem, sondern als Motor sozialer Interaktion angesehen. Handlungskompetenz, Interaktionsorientierung stehen im Mittelpunkt. Das heißt, Flüssigkeit wird dezidiert gefordert vor Korrektheit. Der Begriff der Wendungen wird dort benutzt und der Routinen. Das heißt, besonders im Bereich A1 bis B1, wo das Gros der Sprachlernenden sich befindet, sind diese Orientierungen wesentlich.
und damit auch für Lehrwerke und für Übungen. Es ist klar, welche Übungen dabei weniger hilfreich sind, etwa aus Einzelwörtern Sätze zusammentun oder aus Buchstaben Wörter. Das ist dieses atomisierende Lernen, was eben nicht zur Flüssigkeit führt, auch wenn es in manchen sogar neueren Lehrwerkbroschüren unter Flüssigkeit rangiert, habe ich zu meiner Überraschung gesehen. Das ist genau nicht das, was zur Flüssigkeit führt. Wir finden hier Deskriptoren, insgesamt finden wir etwa 80 Listen von Deskriptoren, vorher waren es 50, das macht die Lesbarkeit nicht größer, aber es wird eben auch sehr stark beschrieben, wie Mündlichkeit zu entwickeln ist, nämlich in der Interaktion, das ist wenig überraschend, aber eben auch in der Sprachmittlung und das heißt in der Weitergabe von Informationen und eben nicht im Dialogtraining. Problem, was dabei auftaucht, ist für mich, ja, ich denke auch, dass Training von teilweise doch recht synthetisch, abstrakt, witzigen Lehrwerkdialogen ist vielleicht nicht sehr zielführend, aber es wird ersetzt hier durch die Forderung, das stammt aus dem Konferenzrahmen, kollaborativer Dialog als Quelle des Sprachenlernens, finde ich sehr schön, unter Einbezug plurilingualer Kompetenzen, finde ich noch besser. Allerdings, wo bleibt der Aspekt des Trainings? Trainings heißt, und das hat Kerstin Reinke in ihrem Beitrag ja auch deutlich gemacht, dass man es tun muss und aussprechen muss und wiederholt aussprechen muss und nochmal wiederholen muss am Ende. Das in der Tat ist etwas, was vielleicht hier nicht gesagt wird, aber impliziert. Collaborative Dialogue ist ein ganz wesentliches Moment, dass die Lerner miteinander in Dialog treten und Wissen aufbauen. Es ist aber nicht unbedingt Flüssigkeitstraining, es ist sozusagen die kognitive Seite des Ganzen, die interaktive Kognition, soziale Kognition könnte man das nennen, aber es ist nicht unbedingt Flüssigkeitstraining. Also richtige Ziele, richtige Schwerpunktsetzung, aber es fehlt eigentlich ein Übungskonzept, wie man da hinkommt. Durch Verstehen und Probleme besprechen, kommen wir nicht zum Einsatz von sprachlichen Routinen. Sie können das hier nochmal nachlesen, also statt Training von Lehrwerkdialogen, da gibt es einen Download, gehen wir in die Mediation von Texten, das heißt, wir können Ansagen in Sprache A, in Sprache B weitergeben, das wäre jetzt eine intersprachliche Mediation. Oder wir geben relevante Informationen aus einfachen Texten mündlich weiter, das ist intrasprachlich oder in einer anderen Sprache, das wäre intersprachlich. Das sind wesentliche pragmatische Festlegungen, aber wie gesagt, der Trainingsaspekt, der viel mit Wiederholung zu tun hat, ist damit nicht unbedingt abgedeckt. Da würde ich mir noch andere Deskriptoren wünschen, die diesen Aspekt deutlicher machen. Und damit sind wir bei dem Punkt, den ich angekündigt habe, dem Praxispunkt. Gerade hat Frau Auchmann dankenswerterweise die Texte nochmal ins Netz gestellt. So, und jetzt würde ich ganz gerne mit Ihnen so vorgehen. Wir haben jetzt mehrere Modelle gesehen und überlegt, welche Übungen sind eigentlich nützlich in diesem Sinne, welche sind nicht nützlich. Wir können eine ganz kurze, kurzen Punkt machen hier, gibt es Nachfragen zu den Modellen, die noch nicht im Chat sind, auf die ich nicht schon eingegangen bin, dann könnten wir das jetzt tun und dann mache ich einen Vorschlag für Breakout-Räume. Ich möchte Ihnen die Übung also nicht vorstellen. Ich habe versucht, mal ein Set von 11 Übungsprinzipien zusammenzustellen und die können Sie auf der PDF beschauen und es gibt zu der PDF eine Arbeitsanleitung, wo drin steht, was Sie vielleicht diskutieren könnten. Natürlich würde mich interessieren, ob Sie den Bezug der Übungsformen zu den Modellen sehen oder wo Sie denken, dass man anders vorgehen könnte, wo man andere Ideen vielleicht hat oder wo Sie sagen, damit habe ich Erfahrung gemacht, das waren gute Erfahrungen oder nein, das mache ich immer ganz anders. Auch das wäre interessant. Wir sind sozusagen am Scheitelpunkt jetzt genau in die Praxisphase. Und gibt es noch Nachfragen? Ich muss gerade nochmal im Chat schauen. Das ist, glaube ich, nicht der Fall zu den Modellen. Ich habe auf einer zweiten PDF, die Frau Auchmann ebenfalls schon reingestellt hat, nochmal die wichtigen Modelle und die Zitate zusammengestellt und auch eine Literaturliste, wo Sie sich ein bisschen orientieren können. Hatte ich schon erwähnt. Genau.
Zusammenfassung der Unterschiede zwischen zweiten und dritten Modell. Ja, ist eine ganz wichtige Frage von Susanne. Ich würde es so sehen, hallo nach Tirana, ich würde es so sehen, Michael Lewis beschreibt den Zusammenhang auf der Basis der Strukturen, auf der Basis der Wörter der Strukturen. Alison Gray, das ist so ein produktbezogen. Alison Gray geht prozessbezogen vor und beschreibt die Prozesse, was die Prozesse machen, wie die Prozesse der Verwendung aussehen. Tatsächlich sind die Modelle aus meiner Sicht komplementär, deswegen habe ich sie in einen Punkt hier zusammengenommen. Sie beschreiben unterschiedliche Aspekte der gleichen Sache, nämlich den Zusammenhang von Wörtern in der Entwicklung, im Sprechprozess auf der einen Seite und in der Systematik, der linguistischen Systematik auf der anderen Seite. Deswegen sind es für mich komplementäre Modelle. Das ist die Idee dabei. Okay, danke für die Frage. Das ist wirklich eine wichtige Frage. Okay, dann sind wir jetzt soweit. Habe ich noch eine Frage übersehen? Ich gucke gerade noch mal in den Chat hinein. Die Gruppenunterlagen sind noch mal da. Okay, gute Erfahrung mit Kontext hat Antje gemacht im Tandemkurs Deutsch-Dänisch. Okay, ja, Kontext ist die Basis von allem. Da könnte man ein ganz eigenes Seminar zu machen, wie mir Kontext hilft beim Sprachenlernen. Und den Kontext zu nutzen, das ist eine Strategie auch. Okay. Wunderbar. Dann wäre mein Vorschlag, wir gehen jetzt, Schlag 20 nach 2, für 15 Minuten, grosso modo, in eine Phase, in der Sie die Übungen sich mal anschauen. Wir haben dazu jeweils 8 Personen in Breakout Rooms organisiert. Danke, Frau Gülstrahlhofer, das war die Voraussetzung dafür, dass Sie jetzt mit den Materialien dort sich besprechen können und können anschließend zurückkehren in die Hauptphase. Und während Sie arbeiten, können Sie gerne auch schon Ergebnisse im Chat festhalten, wenn Sie wollen, beziehungsweise wir können sie dann auch mal diskutieren. Ich glaube, das geht schon auch mit Wortmeldungen an der Stelle mal in der Auswertung. Und insoweit geht jetzt der Breakout los. Wenn Sie Probleme haben mit dem Raum, Sie können immer in den Hauptraum zurückkommen. Da sind wir nach wie vor, der ist geöffnet. Audio wieder an und ich sehe immer noch bekannte Gesichter und nette Menschen und das ist toll und viele Kacheln. Ich würde mit Ihnen gern zurückgehen und während ich zurückgehe, öffne ich Ihnen mal ganz kurz eine andere Seite, wo Sie ein paar Kommentare hinterlassen können, was Ihnen vielleicht auf den Nägeln brennt, was noch nicht im Chat steht. Und zwar, ich teile meinen Bildschirm jetzt mal wieder mit Ihnen. Und gebe Ihnen mal eine Umfrage. Sie müssten jetzt die Umfrage sehen. Sehen Sie die? Sehen Sie? Ja, wir sehen das. Wunderbar. Ich drücke jetzt mal, haben Sie das schon mal gemacht mit diesem System? Peter kennen viele. Aber okay, wenn Sie kennen sie, dann sehen Sie oben jetzt die Seite. Gehen Sie mal auf Menti, da oben steht das alles. menti.com. Das ist, wenn Sie Ihr Handy rausnehmen, nehmen Sie menti.com drauf und dann können Sie den Code eintippen, den Sie da oben sehen. Der Code ist die 88, sehen Sie das? 072887. Damit wählen Sie sich ein und können einfach mal einen Satz oder ein Wort, einen Kritikpunkt oder eine Übung erwähnen, ganz kurz, die Sie interessiert hat, die Sie diskutiert haben und einfach einen Kommentar hinterlassen, während ich jetzt zurückgehe in meine Präsentation. Sie können einfach, ich gehe dann wieder rein, ich eröffne das jetzt, das Voting dort und Sie können beiher gerne genau Dinge hinterlassen. Videokaraoke war uns unbekannt. Okay, ja, interessanterweise, ich zeige Ihnen dann doch gleich mal ein Beispiel vielleicht. Wie ein Videokaraoke aussehen kann. Okay. Mhm. Das Echo-Sprechen, genau. Also Echo-Sprechen, ich habe das eben auch schon in der Gruppe gesagt, googeln Sie mal das Shadowing and Summarizing von Tim Murphy. Tim Murphy hat das, von dem habe ich das geklaut. Der hat das gemacht, vor langer Zeit mal in Japan.
Und dieses Shadowing and Summarizing, darunter finden Sie auch das Video von ihm, das ältere. Shadowing and Summarizing. Sie haben dann die Möglichkeit, das, die verschiedenen Formen dort mal aktiv zu sehen. Heißt, man produziert aus der phonologischen Schleife heraus das, was man gerade gehört hat. Ja? Ganz interessant. Kettenübung wird hervor, haben Sie diskutiert? Ja, keine langweilige Wiederholung. Ein Wort gibt das andere. Speed Dating kennen manche Jüngere aus dem echten Leben, heißt eben, ich arbeite mit dem Faktor Zeit. Der Faktor Zeit hilft mir hier, ja, die Leute schneller zu machen. Und irgendwo hat ja auch Automatisierung mit Schnelligkeit zu tun. Asynchrones Speed Dating, ja, muss ich jetzt mal überlegen, was Sie damit, wie Sie das genau meinen. Mentales Lexikon, genau. Hier haben einige Erfahrungen gemacht mit Speed Dating, ja, finde ich auch. Das Schöne ist der hohe Wiederholungsfaktor natürlich bei Speed Dating. Audio bitte anschalten. Audio. Herr Funk, Audio. Mikro, ja. War ich raus? Ja, eine Sekunde, kein Problem. Ja, also kurze Erfahrung mit Speed Dating mit einer B2-Klasse. Schule mit erweitertem Deutschunterricht in Taschkent. Die Lehrerin fragte so, dann erzählen Sie mal und sagen, was haben Sie denn vor in Zukunft? Ja, kurz vor dem Schulabschluss. Und dann fing die Schülerin 1 an und dann kam die Schülerin 2 und wir hatten aber 30. Und dann habe ich gesagt, Moment, wir stellen uns jetzt in 2 Kreisen auf, Innenkreis, Außenkreis und Sie erzählen Ihrer Partnerin, was Sie demnächst vorhaben, wenn Sie hier fertig sind mit der Schule. Und nach 30 Sekunden klatsche ich und Sie rücken 1 weiter. Das war es im Grunde, eine Art Speed-Dating mit dem Karussell verbunden. Sie haben 5, 6, 7, 8, 9 Mal erzählt, was Sie vorhaben und es wurde immer richtiger und hinterher konnten wir auch über ein paar Fehler sprechen. Das war eine ganz schnelle Geschichte. Speed-Dating geht auf A1 mit Hallo, ich bin und mein Hobby ist und es geht eben auf B2 mit anderen Vorgaben. Okay. Ja, machen Sie einfach, viele haben Erfahrungen damit schon mal gemacht. Es ist auch ein Format, es gibt es natürlich auch im echten Leben, sowas. Ja? Sich kennenlernen. Wer hat das Interessanteste erzählt über sich? Buzz Reading, ja, Moment, ist das veraltet? Dann gehen wir vielleicht gleich nochmal in die Folien rein. Was bringt Buzz Reading? Das wäre eine interessante Frage. Es klingt ein bisschen wie Sprachlabor. Wie altes Sprachlabor hat aber eine ganz andere Funktion. Das muss man ausprobieren, wenn man es, dazu haben wir noch ein paar Minuten Zeit. Genau. Die Übung zu Goethe. Ja, die Teilnehmer müssen was zu sagen haben. Ja, die ist natürlich aus dem Kontext gerissen. Vorher stand ein Text, wo sie genau etwas darüber erfahren haben und also hier müsste man den Kontext zeigen, sonst funktioniert es in der Tat nicht. Ja. Genau. Ja, Flüssigkeit, glaube ich, Chunks sind eine ganze Menge drin. Ich komme gleich nochmal zu Buzz Reading. Ich sehe jetzt an Ihren Kommentaren, wo wir nochmal einsteigen jetzt in die Folien, die wir natürlich nicht alle durchgehen. Schattensprechen scheint auch, ja genau, ziemlich stark kommentiert zu sein. Bei den Übungen zum schnellen Sprechen ja, machen Fehler, ja ganz sicher, aber durch den hohen Wiederholungsfaktor ist natürlich so, dass sich die Fehler auch manchmal selbst korrigieren oder ein kleiner Hinweis und beim nächsten Mal machen Sie es richtig, wenn ich in der Reihe herumgehe, wie der Hund um meine Schafe. Genau. Ja, einiges muss man natürlich erklären an den Übungen. Wenn sie ungewohnt sind, erkläre ich die im Lehrerhandbuch. Aber Sie merken, beim nächsten Mal ist diese Routine schon da. Beim ersten Mal dauert es ein bisschen und beim zweiten Mal, ja, dann können die Lerner das besser. Es gibt ja Übungen, auch Flüssigkeitsübungen, die sich dann wiederholen. Ja? Genau. Was fehlt? Ja, individueller Bezug für Studierende. Ja, das kann man natürlich, wenn man das Modell der Übung hat, ist eine Personalisierung dann nicht mehr so schwer. Ich brauche halt das Übungsmodell. Ja? Okay, dann gehe ich kurz in die Präsentation nochmal rein. Genau, ganzheitliches Lernen spielt eine große Rolle. Ich lese das gerade in Ihrem Kommentar hier. Ganz genau so ist es.
nicht auseinanderpflücken der Kasusendungen beispielsweise, sondern die immer wieder als Chance wiederholen, mit entsprechend natürlichen Vorgaben natürlich. Ne? Das ist das Entscheidende. Automatisierung auf A1 sicher, beschränkte Anzahl von Fragen, dann funktioniert das auch und erhöht den Wiederholungseffekt. So, jetzt teile ich nochmal den Bildschirm mit Ihnen, mit der Präsentation. Sekunde. Jahren. Es macht viel Spaß. Okay, läuft ein bisschen ruckartig hier leider. Aber einige hatten gefragt, wie läuft denn so ein Video-Karaoke? Und ich wollte das Beispiel nochmal ganz kurz zeigen an der Stelle. Das ist das Beispiel live gewesen. Hier sehen Sie auch so ein Prompt im Lehrwerk jetzt, wie das funktionieren kann. Und man arbeitet dann mit dem Text weiter am Ende. Das kann man hier ganz gut sehen. Vielleicht noch zu einigen Übungen, die Sie angesprochen haben an der Stelle. Speed Dating wurde sehr oft genannt. Ja, die Übung wächst natürlich von A1. Hier habe ich ein A1-Beispiel bis zu B2. Gar kein Problem. Die wächst immer mit. Wichtig ist mit dem Faktor insgesamt, wenn es darum geht, um das Übungsprinzip Automatisierung, dann muss man auch mit Schnelligkeit mal arbeiten. Also den Lernern wenig Zeit geben, um etwas zu lösen. Das macht sie schneller und natürlich auch flüssiger. Da kommen Fehler hin, ja, aber wie gesagt, durch die vielen Wiederholungen wird das auch, ist die Chance der Autokorrektur da. Oder ich greife irgendwann ein und sage was dazu als Lehrkraft. Also insoweit, wir haben hier immer im Lehrwerk, wenn wir denken, das sind relevante Deskriptoren im gemeinsamen europäischen Referenzrahmen, dann heißt das dieses Sternchen. Und das Fähnchen heißt, das ist eine Zielaufgabe. Das ist sozusagen eine Einheit gewesen über Hobbys und Sport und Selbstvorstellung. Und da ist das die Zielaufgabe, dass man in einem Speed-Dating das, was man gelernt hat, sozusagen anwendet. Das ist der Kontext dieser Übung. Entschuldigung, Herr Funk. Ja? Ich hätte eine Frage zur vorigen Aufgabe. Ja, ich gehe nochmal zurück. Sie meinen so... Genau. Zwei? Okay. Ja, worin unterscheiden sich diese Automatisierungsübungen von Pattern-Drill-Übungen? Das ist eine wichtige Frage und die ist auch gut zu beantworten. Die unterscheiden sich nämlich sehr stark. Hierbei, die Äußerungen, die ich hier bei Pattern-Drills, wird in der Regel Grammatik erstmal geübt und es kommt auf die Korrektheit an. Was ich hier mache ist, ich lasse persönliche Äußerungen von Lernern machen. Also trägst du gern rot oder gelb? Ja, rot mag ich gern. Oder nee, ich trage lieber grün. Also es ist eine Farbübung, die personalisiert ist und sie soll möglichst schnell gesprochen werden. Und durch die Patterns, die ich vorgebe, insofern waren die Pattern Drills. Jetzt habe ich einen Sound da drin. Das Pattern hier heißt nur, du kannst keine Fehler machen. Du kannst trotzdem sagen, was du willst und was für dich richtig, was für dich zutrifft. Ja? Was tragen sie gern? Ich trage gern rote Pullover und zusammen mit gelben, weiß ich was, gelben Schuhen oder was, keine Ahnung. Die Grundidee heißt, du musst hier nicht die Adjektivendungen lernen, sondern du nutzt die Adjektivendungen, um das zu sagen, was du willst. Also etwas Persönliches. Ich zum Beispiel mag blaue Jeans und schwarze T-Shirts zusammen. Ja? Zum Beispiel. Das kann ich sagen hier und ich kann die Adjektivendungen im Akkusativ hier benutzen. Und ich habe damit überhaupt kein Problem. Erstmal ist es immer die gleiche Endung. Ich kann keine Fehler machen. Ich bin weg von der Grammatik an der Stelle und entwickle aber flüssig die Adjektivendung im Gebrauch, ohne nachzudenken, ist das jetzt Nullartikel oder Plural oder der, die, das oder weiß ich was. Ja? Das ist die Idee von Automatisierung. Deswegen ist hier dieses kleine Zeichen daran im Lehrwerk immer, wenn wir das gemacht haben, damit man sieht, erstens, du machst es schnell. Da steht, sprechen Sie schnell. Zweitens, du musst es oft wiederholen. Sag es mehrfach. Ja? Und diese kleinen Dinge sind aus meiner Sicht wesentlich, um die Zusammenhänge zu bringen. Rote Pullover, schwarze T-Shirts und so weiter. Immer mit Endung, ganzheitlich und nicht jetzt sagen, ich mag rot und dann kommt eine Lücke. Das kennen Sie, Pullover. Ja? Und dann sollen die armen Lerner sollen diese Lücke einfüllen und können eigentlich nur Fehler machen dabei. Das ist der entscheidende Punkt. Gut, dass Sie auf die Übung nochmal hingewiesen haben, weil das Grundprinzip hier, glaube ich, ganz deutlich wird, Barati, oder?
Ja, also jetzt ist es mir klar, also da steht Grammatik im Mittelpunkt, aber hier vermeidet man genau diese Punkte, ne? Wo ein steht oder einen steht etc. Exakt, so ist es. Interessant hat diese Übung niemand angesprochen. Das sind natürlich spielerische, ups, meine Maus hopst wieder. Das sind spielerische Prinzipien sowas. Ne? Das war wahrscheinlich in der Schnelligkeit nicht möglich. Ich lasse bei A erstmal alle Räume aufschreiben, die in der Firma oder in der Schule vorkommen. Und dann setze ich die Leute auseinander und sage, so, jetzt trägst du mal in Bild A die Räume ein, wo du willst. Dann schreibe ich die Bibliothek oben links im zweiten Stock links rein, ja, und so weiter. So, und jetzt frage ich, ist die Bibliothek im zweiten Stock rechts? Mm-mm. Sie kennen dieses Spiel Schiffe versenken, das gibt es eigentlich auch in mehreren Kulturen. Ja. Man muss dann treffen, wo ist es, und dann trägt man es ein und wer ist zuerst fertig. Spiel mit hohem Wiederholungsgehalt und kann man ganz leicht machen mit Räumen in der Wohnung und alles Mögliche. Es ist immer das Gleiche. Das spielerische Prinzip. Ne? Wichtig ist der Inhalt und nicht die bloße Form. Serafima, genauso ist es. Das ist hier entscheidend. Und gerade auch bei Wechselpräpositionen, wie Sie sagen, Sylvia, ist es ein wichtiger Punkt, weil Wechselpräpositionen, das behalten Sie im Kopf, gibt es gar nicht im Deutschen. Die Präpositionen sind immer eindeutig. Sie können nicht wechseln. In einem bestimmten Kontext ist die Präposition festgelegt. Da gibt es keinen Wechsel von Kasus. Ja? In bestimmten Kontexten wechseln die nicht. Ich finde den Begriff schon schlecht. Wechselpräposition ist für den Begriff schon ein Problem. Also ich benutze den Begriff überhaupt nicht. Gut, die Übung wurde erwähnt. Die Übung ist auch erwähnt worden in ihrer Übersicht, welche Wörter passen zusammen. Partnerwörter. Ich nenne es mal Partnerwörter. Das sind nicht nur Kollokationen, das sind Kokurrenzen. Viele Zusammenhänge sind Antonyme zum Teil oder Wortgruppen. Der Samstag und der Sonntag, ja, das Wochenende, also viele Wörter, die einfach in irgendeiner Weise verbunden sind und die werden hier geübt. Das ist einfach das die Idee. Anstatt eine Übung zu machen, wo Sie die richtige grammatische Endung eintragen, mache ich lieber eine Übung und sage, welche Wörter gehören zusammen. Das bereitet, das ist genau das mentale Lexikon, das uns vorbereitet, hier Kollokationen und Kokurrenzen, ja, oder sowas. In vielen Lehrbüchern kriegen Sie die Übung so, dass die Schüler sehen dann wertvoll und sie müssen die Endung eintragen. Ja? Ich kann aber mal anfangen, anders vorzugehen und sage, hey, eine spannende Idee, ja, geht, eine gute Idee geht auch, ja, schwere Idee, nein. Ja? Krimi, ach, spannend, doch, ein spannender Krimi, keine Frage. Ja? Ein schneller, ja, vielleicht, aber wahrscheinlich nicht. Ja? Und so weiter. Also, Wörterpartnerschaften, Wortpartnerschaften. Wenn Sie erstmal anfangen mit der Idee zu spielen, werden Sie viel Fantasie entwickeln und auch andere Möglichkeiten finden, glaube ich. Ja, herzlichen Gruß aus Colorado. Gruß, Boulder ist mir noch sehr gut bekannt. Sehr kalt. Okay, ja, also um weiterzugehen, Sprachschatten. Ich hatte Tim Murphy schon erwähnt mit Shadowing and Summarizing, National Foreign Language Center in Manoa. Wunderbare Ideen, dort habe ich sie geklaut. Sie können auch Thema Rema ganz gut hier im Deutschen bespielen. Die wichtige Information kommt am Satzende und plupp, als nächstes wiederhole ich das. Ah, ein Seminar. Ja? Und damit entsteht auch ein Stück Vorbereitung, Schreiben, Kontext und damit, das ist das, was ich meine, mit ein Wort gibt das andere. Die Kettenübung wurde erwähnt, vorhin von Ihnen. Und eine wichtige Sache, auch Satzanfänge. Geben Sie Lernern Satzanfänge. Ja? Satzanfänge ist ein wichtiges Ding, damit wird die Syntax schon entschieden und die Inhalte werden festgelegt und es hilft den Lernern, Flüssigkeit zu entwickeln. So viel vielleicht als kleiner Hinweis auf das, was wir machen. Das Buzz Reading will ich als letztes erwähnen, noch hier drin. Buzz Reading, das müssen Sie einfach selbst mal probieren. Wenn Sie sich selbst hören und die Ohren fest zuhalten und einen Text lesen, dann ist das sowas wie ein subvokales Memorieren. Und wenn man das selbst macht, im eigenen Tempo, in der Gruppe, wie die Gruppe hier, die Sie im Bild sehen, die ist in der Klasse, im Klassenraum, hält sich die Ohren zu, nicht im Gleichschritt, aber sie lesen den Text für sich laut. Das hilft im Erkennen der Wortmelodie. Ich muss auf die Uhr gucken und habe nur noch Zeit für ein Blitzlicht am Ende.
zur Auswertung auf Mentimeter. Ich versuche das gerade mit Ihnen. Ich hoffe, die Anregungen haben Sie ein bisschen in die Richtung gebracht. Fazit, ja, es geht um Schnelligkeit, wenig Varianz, um Mühelosigkeit und den Rest habe ich auf Ihrer Folie getan. Das können Sie sich anschauen. Mein Vorschlag ist, ausprobieren. Schauen Sie, wie Sie das hinkriegen. Ganz kurz nochmal wechsle ich in die andere Präsentation, nämlich in eine Übung auf Mentimeter und bitte Sie kurz einen Kommentar zu hinterlassen zum, jetzt gelingt es nicht, doch, jetzt gelingt es wieder. Okay, ganz kurz, hier ist die Präsentation und wenn Sie ganz kurz Ihren Kommentar hinterlassen zum Seminar, dann hilft uns das allen, die Dinge weiterzuentwickeln. Hier ist die Kurzevaluation und Sie können ganz kurz auf dem gleichen Code auf Ihrem Handy Ihre Meinung zu dem Ganzen nochmal kundtun. Das müsste jetzt schon gelingen an der Stelle. Ja, ich hoffe, ich habe Ihnen ein paar Anregungen geben können für Ihre weitere Arbeit. Die hat das schon jemand geladen? Funktioniert das schon? Ja. Ja, das funktioniert, danke. Das läuft gerade. Okay, ja, ich hoffe, ich habe Ihnen ein paar Hinweise geben können. Probieren Sie die Dinge aus. Sie müssen es einfach mal probieren. Und wenn man es regelmäßig macht, der Hinweis, ich weiß nicht, wer von Ihnen das gesagt hat eben, der Hinweis, man muss es eben nicht nur einmal machen. Es muss eine Routine sein. Wir machen es mindestens ein-, zweimal in jeder Unterrichtseinheit, in jeder Lektion, wenn Sie so wollen. Eigentlich kann man es in jeder Stunde irgendwann mal machen zwischendurch. Und es wird für die Schüler genauso eine Routine wie eine Übung zu, weiß ich was, zum Text. Ja? Alles das ist Routine, Aufbau von Routinen. Probieren Sie es aus, wir freuen uns über Hinweise und klar, ich habe jetzt versucht, aus mehreren Bänden das zusammenzustellen im Schwerpunkt A1, um zu zeigen, dass es besonders am Anfang auch extrem wichtig ist, sowas zu machen. Okay, wir haben 13 Meldungen, wir hatten natürlich sehr viel mehr Teilnehmende und ich glaube, es sind noch ein paar unterwegs jetzt, aber schon mal sehr schön, danke für die Hinweise. Dann darf ich an dieser Stelle Ihnen schon mal ganz herzlich danken, Herr Professor Funk. Ich gebe Ihnen auch noch Zeit, aber ich glaube, wir sind schon ein bisschen drüber. Ja. Ganz herzlichen Dank Ihnen allen, die Sie heute bei uns waren und so toll mitgemacht haben. Und ich habe den Eindruck, das waren sehr, sehr befreundet.